Herzlich willkommen zu Schlag den Landkreis, liebe Freunde. Das Challenge-Format präsentiert von Sportsline, der Sparkasse Haber-Buxtehude, LAFU und uns von SGS Detail TV. Heute zur Ausgabe 5 hier in Farndorf. Und hier im Hintergrund sehen wir den FC Rosengarten sich warm schießen. Ihr kennt das mittlerweile, dasselbe Prozedere wie immer. 3 Challenges, ich sag ein bisschen was dazu. Die Schützen sind am Start, die haben richtig Bock hier. Lass mal gucken, wie viel hier geht beim FC Rosengarten. Und viel Spaß. Wichtig, vergesst nicht, uns oder den Kanal von Landkreisfußball zu abonnieren. Klickt hier irgendwo auf die Glocke. Abonnieren, gefällt mir, liken, kommentieren, alles was so geht. Also viel Spaß. So, von mir aus, Runde 1 kann beginnen. Ich habe freigegeben, Freunde. Viel Glück, nur das Beste. Krebs, fast knapp. Ernst, noch knapper. Das war ein Schnipper. Altmeister Nil. Oh! Müssen wir den VR nochmal... Fragen, der ist auch... Freunde, jetzt, ja, hey. Runde 2, von mir aus, let's go. Oh, mach mich nicht schwach. Ja, gut, okay. Ein Punkt, aber immerhin. Oh, auch knapp. Ernst ist am Drücker. Oh, ja, der gute Schnibbler. Schade. Bisschen zu hoch. Von mir aus ist freigegeben die Linksfuß-Armada des FCR im dritten Durchgang. Bisschen zu doll. Bisschen zu wenig. Wie in der Jugend, wird hier gesagt. Oh, aber knapp von Nil. Ja gut, starker erster Durchgang, danach ein bisschen abgebaut. Aber wir brauchen noch eine Kapitänstimme. Wer ist der Kapitän, Freunde? Ja, bitte. Grüß dich, mein Lieber. Wir sind noch drauf, ne? Ja. So, Challenge 1 erledigt. Du als Kapitän darfst dich hier dazu äußern. Ihr habt stark angefangen mit eurer Linksfuß-Armada. Am Ende nichts mehr getroffen, aber ihr wart knapp dran. Wie bewertest du das? Bist du zufrieden mit deinen Jungs? Ja, hing am Ende an Freddy Ernst. Wir haben uns alle gefragt, wenn er nüchtern beim Training ist, klappt. Heute hat es fast geklappt. Einen hat er gemacht. Von daher alles gut. Also du bist zufrieden. Heißt, höre ich das richtig raus? Hier wird während des Trainings schon gepichelt oder wie läuft das bei euch? Die Woche vorher. Ja gut, ihr habt am Wochenende sieben Dinger gegen Autal gezündet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zeitversetzt, aber das ist gerade der aktuelle Standpunkt. Jetzt gehen wir zu der Keeper-Challenge. Flo Neuhofer muss das Ding direkt reinkrachen. Gib mal eine Prediction ab. Was meinst du? Wie viel macht er? Alle. Ich kann dir auch sagen, warum. Der hat in dieser Saison schon seine beiden obligatorischen Spiele als Stürmer gemacht. Gegen Heidenau einmal und ich glaube, einmal war er gegen Welle im Sturm. Der macht die Dinger. Hey, gucken wir uns an. Geil. Und auf los, sag mal. Auf los geht's los. Flo, wir wünschen dir alles Gute. Viel Erfolg. Nee, der geht leider ein Stückchen links. Die Grünen sind die Besseren, oder? Ja, Besseren von den Schlechten. Ja. Ja, hier ist doch das Team, ist doch auch mit dabei. Das muss doch jetzt gehen. Ja. Zwei hast du noch. Beim Einschießen war es ein harter Rechtsdreh, jetzt eher links. Ja, richtig. Mach mal die Mitte, bitte. Die Mitte wäre jetzt, würde helfen. Ja! Aha! Ich glaube, der ist nicht mal auf der Drohne mit drauf. So weit ist der vorbei.
Aber wir spielen auch nach außen. Wir haben eine neue Team-Challenge, Freunde, ne? Das ist der letzte schon. Jetzt ist Time for Glory. Der ist nicht schlecht. Aber ey, stark war der schon. So, direkt mal danach gegriffen. Flo, 5 Dinger gezündet, 4 grob daneben, der letzte fast perfekt, nur ein Stückchen drüber. Dein Fazit? Ja, die ersten 3 starke Linkstendenz, dann auf Korrektur nach rechts gegangen, zu weit nach rechts. Ja, und der letzte schade. Richtung hat gestimmt, aber ein bisschen zu viel Kraft. Passiert. Dein Gefühl so wirklich auch als guter Keeper, wir haben uns das letzte Mal gesehen, da hast du einen Pokal als bester Kreisliga-Keeper abgesahnt bei der LAFU-Geschichte, wo wir auch waren. Wie schwierig ist es und hättest du gedacht, dass es so schwierig ist? Nee, also als ich gesehen oder gehört habe, was die Challenge für den Torhüter ist, dachte ich mir, naja, 1-2 könnte man ja locker reinmachen, weil im Spiel bringt man die auch manchmal beim Spieler an, Zielspieler. Aber wie man sieht, es ist doch etwas schwieriger als gedacht. Das ist Katastrophe. Aber waren gute Aufnahmen. Vielen Dank. Ja, danke euch. Ach so, letzte Sache nochmal bitte. Jetzt kommt die Team-Challenge. Du kannst es bestimmt einschätzen. 10 Mann, Ball hochhalten. Deine Vermutung, was steht am Ende da auf dem Tableau? Ich weiß nicht, was der Highscore mittlerweile bei euch ist. Ich hoffe, wir können mit Heidenau mithalten, sage ich mal so. Also das richtig, richtig optimistisch bin ich nicht, aber mal gucken, was die Jungs können. Ist klar, ich danke dir. Gerne. So, auf los geht's los. Erster Versuch freigegeben. Rosengarten, let's go. 3, 4, 5, 6. Ich habe gar nicht mitgezählt, jetzt ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht mitgekommen beim Zählen, aber gut war er nicht. Aber ihr seht schon, Konzentration ist das A und O. Von mir aus können wir Durchgang 2 gleich hinterherziehen. Viel Glück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das waren 6. Der erste war ein bisschen mehr. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir fragen mal den Trainer, wie er das fand. Willst du weiter draufbleiben? Lasse, grüß dich. Dir gehört die letzte Stimme, ich habe sie vorher gesagt. Jetzt musstest du das hier eben mit angucken im Kreis. Wie zufrieden bist du mit der Challenge? Ihr seid stark angefangen mit der Latte, ja, sag ich mal. Flo hat auch eigentlich einen guten Schlag, aber ein bisschen weit links. Und jetzt hier am Ende, würdest du das in die Kategorie versagt reinpacken? Ausbauwürdig. Ausbauwürdig. Aber ich glaube, mit der Punktleistung sind wir vom Abstiegskampf entfernt. Das denke ich tatsächlich auch, aber eigentlich mehr wäre doch aus meiner Sicht auch gegangen. Sind doch gute Fußballer auch dabei. Ja, definitiv. Viele technisch begabte Fußballer, die aber ja, eben ihr Potenzial auch nur manchmal abrufen. Zu den wichtigen Spielen. Ja, das ist ja das Wichtigste tatsächlich. Das hier ist ja mehr oder minder Fun. Kurzes Datenschießen war wichtig. Ja gut, okay, aber dir wäre doch eigentlich auch lieber, wenn sie reinschießen, normalerweise. Das stimmt. Normalerweise, wenn sie reinschießen. Deswegen hat Matthäus es auch vorgemacht, Unterlatte, damit bin ich zufrieden. Okay, letzte Sache von dir. Punkt A, wie findest du die Challenge? Und Punkt B, wie zufrieden bist du mit der Saison, Stand jetzt, dato deines Teams? Die Challenge, super geil, finde ich klasse. Auch mal was anderes in den Trainingsalltag einzubauen, ist immer sehr, sehr schön. Ja, danke, dass ihr euch da so drum bemüht mit der Saison. Wir haben verhalten angefangen, viele Verletzungspech gehabt, viele Leute im Urlaub, sehr enger Kader. Jetzt kommen sie langsam wieder alle dazu und es fängt an zu laufen. So momentan bin ich zufrieden. Über die gesamte Saison ist es definitiv ja, verbesserungswürdig, aber auch nicht ganz so schlecht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, so viel kann man sagen. Vielen Dank, dass wir sein durften. Lasse, ja, alles Gute. Vielen Dank. Ja, Freunde, dann kann ich mich quasi direkt hier aus Fahrendorf verabschieden. Das war Folge Nummer 5 der FC Rosengarten. Absolut sympathisch, absolut lustig. Leider im Kreis nicht ganz so erfolgreich. Denkt dran, YouTube, Instagram, folgen, liken, klicken, alles das. Viel Spaß beim Angucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.